Rätsel ist gelöst. Oh, gib's mir, Echse, gib's mir. Ah! Scheiße! Ist das eklig. Renne! Kannst nicht schnell laufen. Vor allem, wie lange kannst du ihren Hals machen? Oh, ich spring nicht! Ich spring nicht! Ich springe nicht! Ich springe einfach nicht! Scheiße. Dein Ernst jetzt? Dein Ernst, wo ich am Arbeiten bin? Brüste meinst du? Brüste, ich brauche mehr Brüste. Ah! Das hat jetzt gedauert. Ich brauche mehr Brüste, um die Leute hierher zu ziehen im Stream. Ach. Scheiße. Lass das aber nicht.
das Anwesen des Adachi-Clans. Fürstin Masako müsste hier sein. Fürstin Masako, Krieger des Adachi-Clans. Ist jemand hier? Fürstin Masako, hier ist Jin Sakai. Jemand ist hier eingedrungen. Wie grauenhaft. Eine Naginata. Die Waffe der Frauen des Adachi-Clans. Sie haben ihre Familie verteidigt. Sie haben versucht zu entkommen. Haben die Kinder durchs Fenster gereicht. Alles durchwühlt. Keine Anzeichen von Gewalt. Tötet ihn! Fürstin Masako! Darf nicht hinter euch kommen! Sagt mir, wo sie ist! Finden, was hier passiert ist. Falls jemand überlebt hat, ist er vielleicht zu Pferd gefallen. Ich schaue in den Stall nach. Spuren eines Kampfes. Leere Stelle. Jemand nahm die Pferde mit. Hufspuren. Jemand ist von hier geflohen. Es gibt eine Spur. Fußspuren. Der Reiter wurde verfolgt. Bogenschützen haben den Reiter gejagt. Der Reiter war geschickt. Er wusste, wie man Pfeilen ausweicht. Ein totes Pferd. Das Pferd gehörte dem Adachi-Clan. Seit Tagen tot. Fürstin Masako, ich bin's. Jin Sakai. Es hieß, kein Samurai sei aus Komoda entkommen. Mein Ehemann. Fürst Adachi starb den Tod eines Kriegers. Für unsere Heimat. Unsere Heimat. Warum seid ihr hier? Der Mongolen-Khan hat Fürst Shimura gefangen genommen. Wenn euer Clan mir hilft, können wir meinen Onkel retten und eure Männer rächen. Der Adachi-Clan ist tot. Massakriert von unseren eigenen Leuten. Verräter. Warum töten sie die, die schworen, sie zu beschützen? Das werde ich herausfinden. Ich begleite euch. Nein,
Stellt eure Belange nicht zurück für meine. Die Familie der Samurai sind meine Belange. Ich weiß, was es heißt, der Letzte seines Clans zu sein. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Werdet ihr nicht. Kommt mit mir. Ich habe Ende bekämpft. Sie wollten beenden, was sie begonnen hatten. In der Nacht, als mein Mann und meine Söhne zum Kampf gegen die Mongolen aufbrachen, kamen Attentäter zu unserem Haus. Meine Schwester nahm die Kinder und floh. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne und kämpfte gegen die Angreifer. Es waren zu viele. Und dann war nur noch ich übrig. So endete es auch für mich in Komoda. Für mich war es nicht vorbei. Ich habe sie hier begraben, mit dem Rest unserer Familie. Danke, Lycos. Wenigstens einer, der das erwähnt. Ich habe nicht gesehen, dass das irgendein Problem macht, mein Mikro. Kam keine Meldung und das Ding ist ja an und ich habe es ja heute schon verwendet. Ah, danke, Lycos. Du hast... dass du... Auf dich ist wenigstens Verlass. Ich sagte, es frustet mich immer noch, dass das irgendwie... Ich habe versucht, sie zu retten, aber die Mörder erwischten sie auf der Straße und brachten sie um. Meine Schwester, meine Enkelkinder, sogar die kleine Nase. Oh nein. Gerade erst geboren. Ich konnte sie nur noch neben ihrer Mutter begraben. So, es sind wieder 12 Streams offen und so. Kami, kein Wunder, dass du mir nicht antwortest, wie es dir geht und so weiter.
Wenigstens ist sie bei ihrer Familie. Hallo Sabrina, danke für dein Lurk und viel Erfolg beim Kinder ins Bett bringen. Ich drücke dir die Daumen, dass es was wird. Danke, dass du den Stempel wieder abgenommen hast. Kommt. Ja, ja. Wir reiten zum goldenen Tempel. Sei schon glücklich damit. Schnatti. Ach, ich habe mein Pferd vergessen. Wo ist mein Pferd? Reite jetzt nicht weg, Dame. Ich will mein Pferd noch holen. Hey, kommt her. Schön, ne? Und ihr musstet das alleine tragen. Mir geht es am liebsten gut. Was war dein Highlight, Kuro? Heute gab es irgendwie kein richtiges Highlight. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Jede Sekunde, die diese Macht. Ganz ehrlich, Kami, heute ist kein guter Tag, wo es jetzt wirklich ein Highlight gab. Bei euch. Es ist meine Pflicht. Und ja, Lycos, das Pferd macht Urlaub. So, wir werden uns jetzt rächen an den Verrätern. Wo sind sie? Kommt raus, ihr feigen Schweinchen. Rosa-rot mit Rüssel. Ihr werdet ohne mich reingehen. Warum nicht? Muss ich jemanden für dich um die Ecke bringen? Kami, wenn du Lust hast. Was habt ihr vor? Komm her, wir regeln das. Das regeln wir privat. Wenn ihr mit Zogen gesprochen habt, sucht die Rüstungsschmiede. Sie repariert etwas für mich. Ich möchte, dass ihr es nehmt. Das werde ich tun. Rache kann befreiend sein, ja. Auf der anderen Seite des Tempels. So, meine Freunde, jetzt geht's los. Du hast den Vorbeitrag mit mir verbracht, war ich so langweilig gewesen. Schnatti, darauf antworte ich jetzt nicht. Fürst Sacker. Ach, guck. Ich dachte, das hätten wir schon fertig gemacht. Im Gegenteil, das ist noch zu machen gewesen, das Kaff. Suche nach Sogen. Ich betrachte mich mehr als ein Diener, mein Herr. Bitte, nennt mich Junshin. Ich machte diesen Tempel zur Zuflucht für unser Volk. Ich werde es weiter. Teilt mein Live in TikTok. Gibt es bei Ariake auch Lager? Ich versorge sie mit so viel Essen, wie ich kann. Mache ich morgen auch, wenn es nur eine kleine Rasse ist. Ich packe mal meine Tasche für alle Fälle. Klingt nach einem Plan. Gut, am Wochenende großes Bubble-Treffen. Wir planen alle Schritte. Seid ihr Sogen? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Adachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende. Die Mongolen. Verräter aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges? Da steckt bestimmt mit drin. Bewaffnete Männer. Drück dich, bis bald. Bis bald, Schnatti. Rock die Hütte. Ich bin mich auch sehr beschäftigt. Bitte sagt Fürstin Masako, sie kann hier gern Zuflucht suchen. Der steckt doch mit da drunter. Danke für eure Zeit. Natürlich. Ich muss die Rüstungsschmiedin finden. Sprich mit der Rüstungsschmiedin. Hallo, mein Herr. Ich dachte gerade an die Worte meines alten Meisters Saigyo. Um den Geist zu reinigen, muss erst der Körper rein sein. Saigyo war ein weiser Mann. Er verbrachte nur zu viel Zeit singend in heißen Quellen. Doch stimmt ihr seinen Worten sicherlich zu. Heilwasser, reinigender Dampf und der Schatten eines Rotahorns. Nichts stärkt den Kampfgeist wie ein Bad in einer heißen Quelle. Da habt ihr wohl recht. Genau das brauche ich. Ja, mein Chef ist nächste Woche im Urlaub und bis jetzt weiß nur er, dass ich nächste Woche Urlaub habe. Der Bruder vom Chef erfährt das morgen, wenn ich Feierabend mache.
Hab ja nächste Woche eine Probewoche quasi um die Ecke. Sehr schön. Klingt gut. Immerhin etwas. Nachdem das Andreas so für den Arsch war. Ich bearbeite alle Arten von Rüstung. Fürstin Masako schickt mich. Sie meinte, ihr repariert. Ach stimmt, ich kann ja meine Rüstung upgraden. Wird ja mal Zeit. Stücke, an dem ich hier arbeitete. Ich hole sie. Samurai Clanrüstung. Sitzt wie angegossen, mein Herr. Die Qualität ist unvergleichlich. Sie wird euch gut dienen. Doch falls ihr Änderungswünsche habt, sagt einfach Bescheid. Ich brauche nur die nötigen Materialien. Danke. Was möchtet ihr verbessern? Was kann denn das Ding? Zu eurem Schutz. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Bis bald. Eine Sache müssen wir jetzt definitiv machen. Ja, mal. Besser. Ganz ehrlich. Der Kopfscheiß will ich nicht. Nee, danke. Du weißt, ich bin dir dankbar für den Versuch und das Leben geht weiter. Ich vermute mal, der Bruder vom Chef wird kotzen. Manchmal ist er halt auch eine kleine, feine Rache erhellend. Ja, er wird definitiv kotzen, aber so richtig. Wir treffen uns alle irgendwann so oder so. Lurk, danke für den Lurk. Ando, vielen Dank. Die Rüstung. Ich hab die Rüstung. Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten, Shigesato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Zogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Ja, ich will zu diesem Tempel, ich will da jetzt hin. Kam kurz vor den Attentätern in mein Haus. Ich bin mir sicher, dass das eine Falle ist. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein, aber Grund, ihn zu verdächtigen. Zogen kam zu Beginn des Herbstes aus Kamiagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision. Plan. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. So, macht die Mongolen platt, die waren nicht artig. Das stimmt. Ist dieser Mensch. Das ist Zogen. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Bau. Hier können wir hinunter. Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Führ uns hin, du dämlicher Narr. Mach schon.
uns gesehen? Ich glaube nicht. Er geht weiter. Gehen wir. Geh nur, mein Freund, geh nur. Wir werden deine Freunde ganz lieb und nett empfangen. Wirklich. Lauf nur, du kleine Verräterschlange. Komm schon. Huhu. Da. Steckt euch. Komm schon. Du siehst uns nicht. Wir sind in hohem Gras. In so einem hohen Gras, du siehst uns nicht. Und sonst, Lycos, wie geht's, wie steht's, was machen die Dinge sonst so? KI zum Niederknien. Auch es gab eine Twitch-Ausschüttung, was bedeutet, ein Goal ist fast erfüllt. Sehr schön, freut mich. Für dich. Ich will sehen, was der mächtige Samurai kann. Willst du mich verarschen, du Wicht? Er hat's ja drauf angelegt. Und der auch. Sind die dumm oder was? Die haben noch nicht mal eine Rüstung an. Und die legen sich mit einem Samurai an. Das ist ja... sehr trottelig. Die wollten es ja nicht anders. Ansonsten nichts Aufregendes zu berichten und der Game Sound ist asynchron, fällt mir jetzt erst auf. Wie kann denn der asynchron sein? Ist ja auch crazy. Das hatte ich ja auch noch nicht, dass der asynchron ist. Es gibt kein Entkommen, Sorgen. Ihr habt den Adachi-Clan ausgelöscht. Ich war nur ein Bote. Für wen? Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Tja, die was Schläge sind langsamer als der Sound quasi. Meine Familie. Ist schon irgendwie lustig. Anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich. Den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend.
bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Masako! Das muss ich mir jetzt auch mal ansehen, wie das Spiel rüberkommt. Moment. Geredet. Wir brauchen Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir. Also früher ging das mal leichter, auf dem Handy auf sein eigenes Live zu kommen. Mit der neuen App scheint das ja jetzt auch komplizierter zu sein. Oder es lädt sich gerade tot, es lädt sich gerade wirklich tot. Schaut. Was zur Hölle? Es lädt sich tot. Ach, kann man vergessen. Dann halt nicht, dann sehe ich es halt nicht, wie witzig das ist. Sogen, Sadao, Mai, Kagiwara, Umura. Du kennst sie vielleicht. Habe ich direkt das Richtige gegriffen. Ich bin so gut. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange, Laikos, Wukong und hallo, Kombo. Wie geht's, wie steht's, Kombo? Und ein Clan-Symbol. Dasselbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan, der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Ein anderer Clan. Wenn na man da. Auch davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft ja, mal mir. Gucken, wenn der dann vernichten wir jeden, Reload losgeht. Wie viele Tage vorher darfst du denn spielen? Wenn ihr Hilfe braucht bei der Rettung eures Onkels, werde ich da sein. Danke, Fürstin Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun. Welche Capture Card nutzt du? Immer noch die gleiche wie bisher. Wie auch gestern bei Hollow Knight und alle anderen Spiele. Die. Ah, lass mich lügen. Aber Media GC551 Video Capture Card. Nur Tage vorher, aber nur halt schon mal runterladen, ja. Was haben wir jetzt an Geschichten? Da geht die Geschichte weiter. Na, dann gehen wir mal dahin. Mal sehen, ob Juna etwas Neues weiß. Okay, mit der habe ich keine Erfahrung. Mit wem soll ich reden? Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Ist ja gut. Thank you.
Finde Yuna in Kamazus Schmiede. Aber da oben ist doch die Schmiede. Da oben ist doch die Schmiede. Also muss doch hier irgendwo die Yuna stehen. Braucht ihr einen Schwertschmied, mein Herr? Nein. Ich brauche Yuna. Queen Hell bekommt ein PS5-Upgrade. Nice. Klingt gut. Daikos, wenn du die Idee hast für ein eigenes Projekt, was wir verkaufen können, dann lass uns gemeinsam durchstarten. Dann machen wir unser eigenes Ding. Ich brauche Miso. Etwas Warmes. Wie wär's? Wir bauen unser eigenes Souls-like oder so. Na, wo ist sie denn? Yuna. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Ihr habt meinen Dank. Du hast. Ey, da ist das Ding, was ich suche zum Upgraden übrigens. Sehr praktisch. Metall, Holz und Stoff. Klingt auch mega. Na, überzeugt. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Bist du überzeugt, mein Freund? Ist da auch was? Wirklich Kräfte der Samurai und der Mulder nicht allein? Die Strohhüte waren doch. Ah, ich hätte doch einfach nur laufen sollen. Komm, er wird sie im Schlaf überraschen. Aber klar, ich bin nun nicht der Kreativste. Ich sage ihnen nur, was sie hören wollen. Manche von ihnen nennen dich den Geist. Nachdem du sie auf die Idee gebracht hast. Der Grund, dass diese Menschen bleiben, ist ihr Glaube an dich. Ihr Glaube gebührt den Samurai. Für sie bist du beides. Wenn Fürst Shimura frei ist, müssen sie nicht mehr an Volksmärchen glauben. Mag sein. Am Ende sieht jeder Boss aus wie mein Schwiegermonster. Er will dich nicht enttäuschen. Mal sehen, wie er vorankommt. Das wäre aber dann ein Alleinstellungsmerkmal, ne, Laikos? Das wäre dann... Bei unterschiedlichen Boss-Designs kann ja jeder. Aber immer nur den gleichen Boss... Du hast Krieger gesucht, um deinen Onkel zu retten. Hattest du nur immer mit unterschiedlichen Mechaniken? Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi leben noch. Sie haben eigene Sorgen, doch wenn es soweit ist, wollen sie mir helfen. Ein Bogenschütze und eine Adlige. Meinst du, das reicht? Ich habe auch die Strohhutronin angeheuert. Ihr neuer Anführer ist ein alter Freund von mir. Ja, klingt so, als hättest du genug Hilfe. Hilfst du uns? Ich weiß nicht. Sie sollen sich jetzt nicht so haben. Wir wollen alle diesen komischen Typen befreien. Kann uns hier jemand helfen? Ja, ich. Geh du zu Taka. Wir sehen uns später. Mein Herr, ich bin gerade. Kriege ich jetzt wieder eine neue Rüstung? Oder eine neue Waffe? Ein Eisenhaken, an dem ich ein Seil befestigt habe.
Damit könnt ihr Mauern erklimmen. Euch über etwas schwingen. Trägt er mein Gewicht? Ich habe es selbst ausprobiert. Ich nenne ihn Kaginawa. Perfekt. Sie haben mal Enterhaken erfunden. Er ist ein Geschenk. Ich habe meine Schwester, mein Heim, mein Leben. Das reicht. Wahnsinn. Taka. Jin! Wo bist du? Ryozo? Jin! Jin Sakai! Hat jemand einen Samurai gesehen? Ich weiß, du bist hier! Ich hab dich überall gesucht. Was willst du denn? Strohhüte. Die Mongolen haben meine besten Kämpfer. Ich brauche sie für die Rettung von Fürst Shimura. Jin, wenn wir nichts tun, sind meine Männer tot. Und dein Onkel bleibt in Gefangenschaft. Wo sind sie? In Käfigen, nahe vor Yatate. Gut, Ryozo. Mal sehen, was wir tun können. Das schaffen wir locker. Wir machen die alle. Der Eisenhaken. Wir haben jetzt den Eisenhaken. Du sagtest, sie sind in Käfigen bei Fort Yatate. Wo genau? Die Käfige sind genau gesagt im Fort. Oben auf einer Klippe. Wie sollen wir deine Leute von dort aus befreien? Ein paar meiner Männer wurden nicht gefasst. Sie warten bei einer Kreuzung in der Nähe. Wir brauchen ihre Schwerter. Geh du vor. Führ mich hin, ich mache den Rest. Komm schon. Wie wurden deine Männer erwischt? Du hast mir doch eine Karte gegeben. Wie mit den Nachschublinien der Mongolen? Habt ihr Essen gefunden? Ja. Ihr habt doch nicht echt. So viele Wachen für deine besten Männer? Die dreckigen Hunde haben uns völlig überrumpelt. Ich bin selbst nur knapp entkommen. Sicher, dass deine Männer noch leben? Ich habe sie letzte Nacht. Die haben es selbst verkackt. Und die Mongolen haben sie das tun lassen? Aber sowas von selbst verkackt. Seid ihr gute Sänger? Ist vielleicht angenehmer als. Vielen Dank für die Likes. Ich wollte dieses Leben nicht. Aber ich hatte keine Wahl nach dem Duell. Oh. Bei Fürst Nagaos Turnier. Wir haben nie darüber geredet. Vor dem Kampf hatte ich Kommandanten aller Clans eingeladen. Du gingst auf mich los, als wäre ich dein Todfeind. Hast mir fast den Arm gebrochen. Tut mir leid. Es war mein erstes Turnier. Die Aufregung war zu viel für mich. Natürlich war sie das. Jeder Samurai der Insel wollte den Neffen des Shito treffen. So habe ich das nie gesehen. Dürfen wir jetzt mal schnell reiten? Das Turnier war meine Chance, mir einen Namen zu machen. Einem Fürsten zu dienen. Samurai zu werden. Wärst du nur zu mir. Jetzt aber. Ich hätte dich angestellt. Reiten! Niemand hätte? Nein. Los! Ich musste mich selbst beweisen. Hättest du das nur früher erzählt? Hätte ich vielleicht. Komm schon! Ja! Jetzt! Komm! Fürst Sakai nicht mehr gut genug? Und wenn? Angst, ich werde berühmter als du? Ich bin doch hier um. Wer ist da reingekommen? Guten Tag, Herr Vagant und Raiders. Wie geht's, wie steht's? Was macht das Leben? Hattet ihr noch einen guten Stream? Hat euch Vakant eine schöne Zeit gebracht. Leute, Leute, danke, danke für den Raid. Oh, Vakanti, viel Spaß beim Sport. Und Leute da draußen, die noch nicht den Vakanten kennen. Vakant ist eine geile Socke und hat das Herz am rechten Fleck. Schaut unbedingt mal bei ihm vorbei, wenn euch der Content gefällt. Das ist aber ein Server hier. Das war der da. Oh, das stinkt unter der Tüte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Großer Fehler. Oh mein Gott. Das zieht direkt wieder in die Nase. Und dann perfektes Timing. Ich sage vom Herz am rechten Fleck und so weiter. Und er rüpst mir in den Clip rein. Die Sau. Nee, im Ernst. Vaganti ist eine coole Socke. Wer ihn noch nicht kennt, schaut gerne mal vorbei. Perfekter Clip, ja, ja. Was? Yuki? Nein, es war die Rede von eine Runde Welle und dann mussten wir vier spielen.
Oh, du tust mir ja fast leid. Nicht. Und danke, Pupa, für dein Follow. Und danke, TikTok, für 1,2k Likes. Und wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ja, Leute, wir spielen hier gerade ein bisschen ganz offensichtlich Ghost of Tsushima. Was? Vagandi, wie gesagt, danke für deinen Lurk und viel Spaß beim Sport. Ich denke, nach Black Beast und zwischen Sekiro wird es dann auch noch Stellar Blade geben. Da gibt es ein Bunny-Kostüm und viele knackiges, meine beeindruckendes Bild, Gameplay. Stellar Blade stand auch in meiner Liste, was gewünscht worden ist, auch von der Wunschliste, von der Liste, wo sich die Community entscheiden konnte, welches Spiel als nächstes gespielt wird, ist es ja Ghost of Tsushima geworden auf dem Discord. Stellar Blade nicht. Ich hätte aber fast damit gerechnet, dass die Leute eher Stellar Blade wählen. Ist es dann aber nicht geworden. Wo sind Hiro und Shinzo? Sie sind weg. Sie kommen nicht. Wegen Arsch? Ja, wahrscheinlich wegen den Arsch. Laufen fort. Nach allem, was ich für sie getan habe. Es sind genug zur Rettung deiner Männer. Es stand schon schlechter. Ich verlor Männer an Mongolen. Krankheit. Das ist Rufmord? Warum ist das Rufmord? Aber das noch nie. Sie sind schwach. Das ist nicht deine Schuld. Will uns noch jemand verlassen? Beruhig dich. Alles Ärsche. Ach, Kami, du wieder. Also, bei One Piece sind ja die Strohhüte wenigstens cool. Hier habe ich den Eindruck, dass das echte Backpfeifen sind. Die Strohhüte. Ich hätte ja zu gern, danke für 1,4k Likes im TikTok. Nicht bei Backfleisch, Flachzang. Oh, Kami. Kami. Nee, im Ernst. Da halten die Mistkerle meine Leute gefangen. Wie ist dein Rettungsplan? Mein Plan. Das Problem ist, ich bin so One Piece geschädigt. Es gibt nur dass ich jetzt hier bei den Strohhüten im Spiel ich muss da reinkommen. Eine richtig coole Gang erwartet hätte und nicht bewacht. Sowas. Ich klettere hinauf und über die Mauer. Wie? Bist du halb Affe? Ich habe eine Geheimwaffe. Ich befreie deine Leute. Wenn sie bei mir sind, löse ich einen Alarm aus. Dann reitest du hinein. Und tötest die Mongolen zwischen uns. Ah, ich wusste, du hast einen Plan. So, wo ist denn nur hier das Lager? Ich will das Lager aufräumen. Das interessiert mich doch gerade nur. Auf dieser Seite bringt mich hin, los. Bleib versteckt, bis du mein Signal siehst. Viel Glück. Fall nicht runter. Darf ich jetzt einbrechen? Warte mal, bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht. Nun denn, klettern wir halt ein bisschen. Zu weit zum Springen, aber Taka meinte, sein Haken trägt mein Gewicht. Wie mache ich das jetzt? Spring und alles klar. Es klappt. An die Mechanik muss ich mich auch erstmal gewinnen. Langsam mag ich den Haken. Hatte ein bisschen Sekiro-Vibes. Was ist denn hier los? Warte mal. Was? Wo
One Piece muss ich weiterschauen. Bin seit dem Ende von Kaido Arc erstmal nicht weiter. Nakami, dann wird's mal Zeit. Kuro, die Schlafgummibärchen von Vix sind echt gut. Willst du mich verarschen? Echt jetzt? Die Schlafgummibärchen. Und danke, Uschi. Vielen Dank für dein Teamherz. Ich hoffe, es geht dir gut. Sind halt die Fake-Strohhüte von Sab. Ja, Yuki, genau. Das macht voll Sinn. Yuki, wo ist dann der Fette? Ich bin hier. Die haben ja zu Beginn gehungert. Den Rest darfst du dir selbst erklären. Ach so, Yuki. Hast vollkommen recht. Ich vergaß. Ist ja geil. Ja, stimmt. Uschi, heute spielen wir Ghost of Tsushima. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel was sagt. Bisschen. Sollte ich mich schwingen können. Bisschen. Japan-Style hier. Also ich wollte eigentlich ein Lager säubern und nicht bis zum Umfallen klettern. Wo muss ich denn hin? Ach, da ist das Lager. Hä? Habt ihr das gesehen? Ich hab den Haken nach hinten geschmissen. Was soll denn das? Ja, what the fuck? Und da will mir einer sagen, das Klettern in Ghost of Tsushima ist echt gut gelöst und gemacht. Wenn ich sehe, wie das hier gerade funzt, ist das sehr starke Ansichtssache. So, da oben haben wir einen Wicht. Da haben wir einen Wicht. Da haben wir einen Wicht. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme einfach ganz krass. Ich nehme jetzt ganz krass einen Feuerpfeil und mache hier diesen hier. Und der Typ fackelt ab. Ganz einfach. Da haben wir noch so einen Wicht. Den verkugeln wir jetzt auch einfach. Ach ne, den kann ich nicht verkugeln. Dann machen wir halt Boom mit ihm. Ist das böse? Ich finde nicht. Oh. Was? Du bist mein Pfeil ausgewichen. Was bist du denn für eine geile Sau? Ey, das ist Wampo. Die alle mit ihren Sperren haben. Das ist unfassbar. Ich bin gleich wieder für euch da, Chat. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht sterbe. Hier ist noch der Dicke. So, da haben wir es wieder. So, Uschi. Ja, mir geht's gut und dir? Nein, kenne ich nicht. Mir geht's soweit gut, Uschi. Ist nur halt wieder unendlich warm und danke für die 10 GGs. Ah, und dann, was haben wir hier noch? Kuro, es gibt wirklich Gummibärchen, die beim Einschlafen unterstützen von Vic. Ja, das glaube ich dir ja, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut helfen sollen. Und ich kann es auch gar nicht vorstellen, dass die bei mir großartig helfen. Aber es freut mich, dass sie dir scheinbar helfen. Oh,
Ach, wo bist du denn hergekommen? Ach guck, wen haben wir denn da drin? Kommt raus, meine Freunde, kommt raus. Ihr seid frei. Macht euch kampfbereit. Geht voran. Euch geht es gut. Ja, jetzt schon. Wartet mal, irgendwie. Wie war das gewesen? Na, wo ist denn hier? Wo ist denn der Rest? Wo ist eigentlich der Big Boss von dem Schuppen? Hier ist wieder ein Rambo. Wen haben wir hier? Ein Schwerdi. Ich höre einen Bär. Ich habe Probebärchen bekommen, 2 Stück und gestern mal eins probiert. Von Samstag auf Sonntag schaue ich mal, wie sich das verhält, wenn man nicht ins Büro muss. Na, ich wünsche dir viel Glück dabei. Dass das was wird. Den Bären müssen wir machen, ihr wisst wieso. Wir brauchen das Fell. Und danke TikTok für 1,5k Like. Boah, dieser Bär. Singen die gerade? Er schickt mich. Ich wusste, er verlässt uns nicht. Die singen? Sind die denn wahnsinnig? Warum tun die das? Wisst ihr, Chat, worauf ich ja sowieso mal gespannt bin? Aktuell spiele ich ja Hollow Knight. Ich bin ja gespannt, wofür sich dann als nächstes entschieden wird. Ob das dann ein Elden Ring wird. Oder ob die mich dann nach Sekiro prügeln. Oder irgendwas anderes. Ich bin mal gespannt. Oder vielleicht sollte ich das doch nicht die Leute entscheiden lassen. Die helfen mir jetzt echt mit, die Pfeifen. Sekiro, Elden Ring. Ich höre geile Guten Abend, hey, oh, großer. Hallo, Kleine, wie geht's, wie steht's? Was macht das Leben? Warte mal. Ich höre geile Games, Sekiro, Elden Ring. Na, Elden Ring habe ich schon da. Das habe ich ja definitiv schon da. Ja, du hast richtig gehört, Kami. Gut, dass ich dich krass sehe, voll was vergessen. Was hat denn Lycos voll vergessen? Ich glaube, wir schicken es Kuro. Lycos, keine Verlosung. Lycos, wie gesagt, ich habe sowieso keine Disc-Version von der PlayStation 5. Ich habe eine Digital-Version. Also wird es mir nichts nützen, wenn du mir irgendwas schickst. Haha. Keine Verlosung. Oh, was denn? Ja, die Kleine wieder. Die hatte den gleichen Gedanken wie ich. Ja, was denn eigentlich? Ja, soweit gut. Nur nach wie vor viel zu warm hier. Willkommen im Club. Ich habe vorhin geduscht und ich fühle mich schon wieder, als könnte ich duschen. Nur ein Hasi dagelassen. Okay, hat sich erledigt.
Sag ich doch. Übrigens, wer Lycos noch nicht kennt, Lycos ist der krasse Hase auf Twitch. Seht ihn euch an, den Hasen, der Hasen. Fick dich doch, ich hab aus Versehen rechts gedrückt. Ich weiß, ich hab's gesehen. Fuck! Das ist gar nicht, jetzt kommt das geile DLC jetzt. Die Asmo wieder, die schreit was zusammen, die Asmo. Die geile Socke. Und Nüdelchen, wer Nüdelchen noch nicht kennt, ne? Ist eine ganz liebe Streamerin. Die macht auch viel krass alten Stuff. Ja, duschen kann man gefühlt am besten die ganze Zeit, dass gerade die kleine Nude in etwas kühlem Wasser baden. Ja, Lycos, das klingt auf vielen Ebenen irgendwie falsch. Ich weiß gerade gar nicht, ob der Yugi überhaupt noch streamt. Warum Twitch da den alten Clip raussucht, verstehe ich nicht. Ach, Nüdelchen, irgendwie scheint der Clip so dein Ding zu sein. Und Kami, den Soulslover, den sollte man natürlich auch mal kennen, ne? Ich glaube, wenn ich dann Elden Ring oder Sekiro spielen sollte, dann geht er richtig steil. Junge, dann ist er so geil auf mich. Gott, ist das ein uralt Clip, wo er noch jung und knackig Alter, war? Alter, was hält das Viech noch aus? Ja, ist echt warm, aber ich habe ein Wasserbett. Ich meine, ich fülle es zwar beim Schlafen selber, aber Wasserbett ist Wasserbett. Oh Gott. Das klingt auch irgendwie falsch. Like, das klingt auch irgendwie falsch. 2019, das ist ewig her, mein Freund. Öffne die Tore. Na, ich mach doch gerne das Tor auf. Und jetzt? Ich hab doch schon alle platt gemacht. Oder kommt da noch welche? Da sind echt noch welche. Ich habe das Gefühl, meine Leute verrecken hier nacheinander. Leben. Was? Nein, 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 nein. Nix da, nix da, Akku leer. Nix da, Akku leer. Wo kommt denn der jetzt her? Ich wusste, ihr vergesst uns nicht. Wir haben gewettet, weil ihr uns befreien würdet. Ich hab verloren. Ich nutze mal die Macht von F5. Vielleicht ist das bei mir dann der Sound
Und sie, ach so! Lycos, du hast aber jetzt nicht das Twitch-Problem, was ich auch manchmal habe, wenn ich zuschaue und ich F5 drücken muss, weil es asynchron ist. Meine Männer verschont und sie verpflegt. Ne? Mit gutem Essen sogar. Weil das habe ich nämlich auch öfters auf Twitch selbst. Ich auch ihr Gesang nicht mehr. Sei doch einfach froh, dass sie gesund sind. Warum in aller Welt geben die Mongolen ihnen Essen? Vielleicht wollten sie eine Gegenleistung. Nee, es blieb asynchron. Danke, Jin. Meine Männer. Ich hab nur sie. Also ich sehe es synchron übrigens. Also gut, Männer. Auf die Pferde. Ich muss zu Yuna in Komatsu. So. Zurück zu... Schon wieder zur Schmiede. Ey Leute, ihr wisst gar nicht, wie eklig das gerade so ist von der Temperatur her. Ist wirklich abartig. Ich fühle mich, als hätte ich gar nicht geduscht. Du bist noch hier. Enttäuscht? Ich dachte, du gehst, sobald ich den Wurfhaken habe. Suchst einen Weg zum Festland. So verlockend das auch klingt. Du hast Taka das Leben gerettet. Wir sind erst quitt, wenn dein Onkel frei ist. Freut mich zu hören. Gib den anderen Bescheid. Was soll ich sagen? Wir dringen in Burg Kaneda ein und befreien Fürst Shimura. Es heißt, euer Neffe jagt meine Männer. Reißt sie in Stücke, wie eine Bestie. Ihr tatet schon Schlimmeres. Ach, ihr tut so, als seien wir verschieden. Doch wir kämpfen für dasselbe. Für ein Vermächtnis, das uns überdauert. Ich schuf mein Vermächtnis mit Pflicht und Ehre. Brachte Ordnung für meine Heimat und Gerechtigkeit für mein Volk. Ihr seid nicht so wie ich. Euer Neffe ebenso wenig. Aber sein Name ist an euer Vermächtnis gebunden. Vermächtnis ist mehr als ein Name. Ah, stimmt. Eure Familie lebt seit Generationen hier. Lycos? Die Burg eurer Ahnen liegt oben im Norden, nicht? Lycos, nur mal jetzt am Rande. Das scheint ein Twitch-Problem zu sein. Gerade. Ich habe gerade noch zusätzlich auf TikTok geschaut. Ist absolut synchron. Ich freue mich schon, Sie zu sehen. Und ihr werdet hier langsam verhungern. Allein und ohne Ehre. Du
dürfen wir jetzt nochmal die Burg angreifen. Verdammt, Ryoso. Ey. Wo steckst du? Endlich. Alle sind hier. Warten wir auf die Strohhüte? Nein. Vielen Dank. Wir treffen uns am Bauernhaus. Für dein Follow. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Juhu, jetzt dürfen wir ihn jetzt so richtig in, auf die Mütze geben. Da wäre ich jetzt voll beeindruckt. Lasst mich einfach rein. Ich will die Festung stürmen. Ich will kloppen. Lasst ihn raus. Die Mörder meiner Familie können noch ein wenig warten. Auch meine Jagd nach Tomoe. Unsere Insel braucht ihren Anführer. Mit eurer Hilfe ist er. Ja, mein Tag war soweit okay und du hast recht, Wassermarsch ist bei der Wärme gut. Hört auf den Gamer Extreme, er hat recht, trinken ist wichtig. Richtig und wichtig. Mein Tag war soweit okay. Gibt bessere Tage. Bei Sonnenaufgang frei. Macht euch bereit. Wir greifen bald an. Sagt Bescheid, wir werden kommen. Eure eigene. Ich will doch nicht bis Sonnenaufgang warten, ich will jetzt angreifen. Geschieht euch recht. Bitte schweigt. Ein alter Mann verkehrt mit einer jungen Frau. Sie waren wie eine Tochter. Für manche Frauen ist ein Vater nicht. Meine Sabrina, willst du mich verarschen? Du Kröte, echt! Tucker, ein fantastischer Wurfhaken. Schön, dass er euch gefällt. Yuna sagte, ich soll bleiben. Ey. Aber ich wollte euch alles Gute wünschen. Was ist eure Ausrede, Kenji? Ich trinke nicht gerne allein. Stellt euren besten Sake beiseite. Wenn wir Fürst Shimura retten, haben wir viel zu feiern. Nur das Beste für den Jito. Yuna wartet auf euch. Aus dem Nichts, ja. Sabrina, Sonntag. Sonntag. Ich sag's nur. Sonntag. Er gehört. Es ist Zeit. Heute befreien wir Fürst Shimura. Ich erwartete eigen... Wer die meine schon nicht kennt, ist auch eine liebe Streamerin und sie streamt am Sonntag. Wieder. Da könnt ihr alle Jumpscares raushauen, die nur gehen. Die stehen einfach nur hier rum. Warte. Hallo. Stoßen sollst du. So, jetzt. Die sind genau wie ich. Stehst du auch auf dem Weg rum? Du sagst, das war dein Clip. Ja, Sabrina, kann ich doch nicht so viel, wenn du nicht richtig stoßen. Ja. Muss es beibringen. Strohhutverstärkung. Sie sind nicht hier. Und wir können nicht länger warten. Wie lautet der Plan, Fürst Sakai? Ich dringe mit dem Wurfhaken in die Burg ein. Wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe, könnt ihr sicher durchs Haupttor stoßen. Die Mongolen halten Fürst Shimura wohl im Burgfried fest. Wenn der Alarm ertönt, richten sie ihn vielleicht hin. Wir können das Haupttor stürmen. Und sie überraschen. Nein, wir gehen leise vor. Wir hacken uns eine Schneise zum Burgfried. Retten Fürst. Warte mal, ist das die eine Stimme, die Synchronstimme von Angelina Jolie eigentlich? Klingt nach Selbstmord. Nur bei einem direkten Angriff. Dazu müssen wir. Bin halbwegs da. Julia muss noch ins Bett. Viel Erfolg. Wie ein Dieb. Viel Erfolg, Sabrina. Oder ein Geist. Fürst Shimura zählt auf uns. Brechen wir auf. Boah, da gibt mir Sabrina einfach so einen Herzinfarkt. Was muss es? Bei der Temperatur. Hier kannst du wohl hochklettern. Hol die anderen rein. Wir sehen uns drin. Sei vorsichtig, Jim. So. Hm.
nicht noch einmal, Onkel. Der Onkel wird den wahrscheinlich zur Schnecke machen, weil er nicht mehr wie ein absolut reiner Samurai kämpft, sondern wie ein Feigling. Wie der Onkel sagen würde. Was, der hat das überlebt? Du wurdest gesehen. Ach, das ist ernst gemeint. Absolut nicht gesehen werden. Sensei Ishikawa kümmert sich um die Späher. Sehr gut. Danke für dein Follow, Nikolinchen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Okay, jetzt weiß ich Bescheid, dass wir wirklich nicht gesehen werden wollen. Also so wirklich nicht. Dann müssen wir uns auch anstrengen, wirklich nicht gesehen zu werden. Aber das sollte machbar sein. Der muss nur mal rauskommen, der Sack. Hallo, ja, danke. Wie war dein Tag? Mein Tag war okay, gibt aber bessere Tage. Es ist halt scheiße warm und Arbeitstag war so. Naja, war so dann. Naja. Okay, der läuft jetzt dahin und dann läuft er wieder zurück. Und dann können wir uns schnappen. Den holen wir uns jetzt. Ich hasse das. Wie TikTok darauf kommt, dass man inaktiv ist, obwohl man die ganze Zeit aktiv ist. So, einer müsste noch da sein. Ne, zwei sind noch da. Ich hab Angst. Ha, es ist gut auf den Clip getroffen. Was? Fuck! Mann, warum lass ich mich jetzt von deinen... Die meine ich, die will mich heute fertig machen. So, Kurzer aus der Wanne geholt. Sehr schön, wie geht's der Kurzen? Ich hoffe, der Kurzen geht's auch gut. Kleine. Wie steckt die Wärme weg? Kleine. Ja, ich brauche neue Clips und ich freue mich auf neue Clips. Ich sehe schon kommen, Sabrina, wenn ich Horror spiele. Ach nee! Horror spiele ich ja im Dunkeln und im Dunkeln schläfst du schon. Heißt, du kannst keine fiesen Jumpscares und Clips von mir machen. Ja! Ja, Anna geht es gut, die wollte gerade gar nicht aus der Wanne rauskommen. Ja, das ist doch das Übliche. Die haben keine Lust rauszugehen. Der Alarm. Ich muss die Wachen ausschalten. Sensei, ihr und Kenji sichert das Haupttor. So gut wie erledigt. Yuna,
Kannst du den Pfad an der Klippe säubern? Ich kümmere mich. Bleib ausnahmsweise so länger wach, Lappa. Gibst du Bescheid, ich vertrete dich dann. Nein. Natürlich, Kami, du gehst doch auch zeitig ins Bett wegen deiner Frau. Ich bleibe ausnahmsweise länger wach, Lappa. Wir ärgern ihn beide. Meine Stiel, doppelt hält besser, natürlich. Ihr seid Laberbacken. Wenn mein Kindchen in der Wanne ist, Kleine, dann wirst du auch ewig und drei Tage nicht rauskommen. Aber manchmal ist es ein Krampf, sie überhaupt in die Wanne reinzubekommen. Aber dann, wenn sie drinne ist, nee, spielen, nicht raus, noch nicht fertig. Da ist eine Belagerungswaffe. Letztes Mal war sie auf Yuna und mich gerichtet. Nee, wegen meinem Training an sich, dafür mache ich eine Ausnahme. Kuro heult dann in einer Ecke. Ich sag mal, glaubt ihr, ich bin so ein Schisser oder was? Wir müssen den Hof sichern. Leise oder aggressiv. Eure Wahl. Ich hatte jetzt keine Lust auf leise den Hof sichern. Ich hatte jetzt eher Bock auf volle Bude drauf. Könnt ihr das verstehen? Chat? Ich glaube schon. Ihr hättet wahrscheinlich auch alle drauf gehauen. So, kurz Mute. Alles klar, Sabrina, alles klar. Hab heute Fettfinger und kann nicht schreiben. Sabrina, hast du es nicht immer? Meine den Clip reichen wir bei Steam Clips Germany dann ein. Der kommt nicht weit, Kami. Anna hatte lange Zeit eine Phase, da wollte sie gar nicht mehr alleine rein. Da musste immer einer von uns mit reingehen. Oh weia, das hatte ich noch nicht. So kurz Blut. Weiß ja nicht, wie du auf Gruselgames reagierst, aber sicher nicht so heftig wie der gute Simog, der sogar vor lauter Erschrecken neue Sprachen erfindet. Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass der Simog ey voll abgeht in den solchen Games. Ich denke mir dann immer, hat er sich jetzt eingepisst oder eingeschissen? Sehe ich so aus? Immer drauf. Das Leichendingenspiel, was Simon gespielt hat, war lustig. Ja, total. Könnt ihr die Hoacha bedienen? Das schaffe ich schon. Wenn ich Fürst Shimura habe, werden uns die Mongolen verfolgen. Erledigt sie. Mit Vergnügen. Passt auf euch auf. Ihr auch, Masako. So. Jin, das Tor ist bewacht. Folgt mir. Wollen wir uns direkt durchprügeln oder wollen wir uns... Wir prügeln uns durch. Weg mit den Klops. Durchprüge macht am meisten Spaß, finde ich.
Oh nein! Mich blind machen, das hat auch die Meinisch immer versucht, mich blind zu machen, um mich dran zu kriegen. Das hat bei Meinisch schon nicht geklappt. Und da wollt ihr Mongolen das schaffen? Niemals. Niemals. Ja, total. Möp, möp. Aber... Hi, wie geht's? Mir geht's soweit gut, aber die Hitze macht einen fertig. Lass dir den lieben Look da. Dankeschön, Ava. Wer die Avaria-Schar noch nicht kennt, die Avaria-Schar kenne ich auch schon ewig. Gefühlt, seit sie hier angefangen hat auf Twitch. Ist auch eine liebe, nette Streamerin im VTube-Bereich. Spielt verschiedene Sachen von Story bis hin zu... Souls-like. Könnt auch gerne mal vorbeischauen und Liebe da lassen, wenn euch der Content gefällt. Das sieht aus. Oh. Ja, ich habe schon gesehen. Go. Ja. Alter! Hilfe! Hilfe! Ja. Warte. Ist so ein... Hä? Gott, ist der Clip alt. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja, so gehört sich das doch, da zu sein, oder? Du weißt doch, aber der Support ist kein Mord. Aber sag mal, ist nicht heute sogar... War das nicht heute irgendwann, wo du dann auch... Elden Ring weiterspielen wolltest? Mir war es so, als wäre doch irgendwas auf dem Discord gewesen. Oder verwechsel ich das gerade mit morgen? Da ist noch das alte Model. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe ja auch diverse Modelphasen bei dir durch. Aber wie gesagt, die Ava ist eine coole Streamerin. Wenn euch der Content gefällt, lasst Liebe da und doch gerne ein Follow. Muss leider ein Lurk, mein Cutie. Danke für dein Lurk. So. Wir kommen unserem Ziel näher. Der Kahn warf dich von dieser Brücke? Wie hast du überlebt? Ich weiß nicht. Hier ist die Brücke der Schande. Die absolute Brücke der Schande. Danke für den Lurk, Daikos. Haltet die Brücke. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe das Gefühl, ich muss klettern. Die Klippe? Es muss einen Weg herumgehen. Nein! Oh! Herzinfarkt! Öffne das Tor für mich. Fuck, komme ich jetzt hier nicht mehr hoch? Dachte, ich muss nach oben klettern. Doch nicht. Zum Glück ist gerade... Die meine ich nicht da, die hätte sich wieder gefreut und hätte das geklippt. Und das hätte sie wahrscheinlich auch geklippt. Das hat jetzt keiner gesehen, Leute. Das streichen wir. Das streichen wir. Bitte, danke. Ich bin jetzt nicht wie ein Noob total daneben gesprungen. Wir sind da. Ich könnte Jonas Hilfe brauchen. Hm.
schön. Da bist du ja. Leise, noch mehr Wachen. Natürlich sind hier noch mehr Wachen. Was habt ihr denn geglaubt? So. Kommt er mal zurück? Will er nicht? Kann er nicht? Muss er nicht? Du denkst, du bist wohl cool mit deiner Axt oder was? Du bist nicht cool, du bist einfach nur fett. Aber ich glaube, es war praktisch, dass ich vorher Zeit investiert habe, die ganzen Haltungen zu lernen. Dieser dreckige Bogenschütze. Na, jetzt hast du wohl Schiss oder was? Geh weg doch. Habt ihr jetzt eingemacht oder wie? Sehr schön. Weg damit. Juna, lebst du noch? Gerade so, hä? Verbleibende Gegner herausfordern. Wer ist denn überhaupt hier noch? Ihr Witzfiguren oder was? Sag mal, hat sich der eine wirklich ernsthaft ins Haus verkrümelt? Was verspricht er denn sich davon? Nein, er hat mich angebrannt. Wo ist denn der Rest? Hallo? Ich habe gesagt, ich fordere den Rest heraus. Wo seid ihr denn? Es scheint, als hätten wir diesen Hofteil fertig. Ja, halte das Gebet. Ich suche Fürst Shimura. Noch ein Tor. Das sollte ich wohl umgehen. Yuzo. Er hat mich verraten. Der Khan zahlt ein Kopfgeld für den Geist. Und jeder kann es fordern. Lass es. Meine Männer. Ist der Strohhut-Typ echt? Will er das machen? Er entlohnt deine Männer. Hier, ich bin der echte Strohhut. Er macht dich zum Samurai.
Was will er denn von mir? Er schickt uns in den Tod. So wie er es in Komoda tat. Wieso? Er ist deine Familie, Jin. Ich muss meine schützen. Will er das wirklich? Will er wirklich sterben? Ist er nur dusselig oder was? Zu spät ist. Du hast dich verändert. Du ebenfalls, Geist. Ich bin gleich wieder da. Nein! Boah. Ja. Es tut mir leid um diesen Strohhut-Depp, aber er war halt ein Strohhut-Depp. Hallo, love you. Na, alles gut bei dir? Ja, mir ist heute alles gut. Habe gesehen, dass du gerade online bist. Ja, bin ich. Mit mir unsere Heimat. Volle Kanne. Bisschen Ghost of Tsushima spielen. Was geht bei dir? Jetzt ihn. Alles fit, love you. Er ist hier! Der Samurai ist hier! Nicht alle Strohdeppen sind gut auf Gute. Es gibt nur die wahren. Die wahren Strohhüte. Was? Nein! Ihr wollt doch nicht alle gegen mich kämpfen. Tut es nicht, ihr wollt doch nicht sterben. Das funktioniert kein zweites Mal, meine ich. Was bildest du dir ein, hä? Machst du... Warte mal, was? Habe Schnatti eben geschrieben, kann dich aber selbst fragen. Ja, warum fragt sie mich auch nicht selbst? Machst du mit ihr neue Videos? Mag euch beide sehr. Du willst neue Duette von uns sehen, ja? Bist du dir sicher? Ob du das wirklich verkraftest? Zu viel Geschnulze. Ja, bitte. Willst du das wirklich sehen oder wird das nur Schnatti und Schnatti hat dich vorgeschickt? Schade, will Punkte zurück. Also, Sabrina, es tut mir leid, ne? Also, nix da. Ist der komische Fritz wieder auf TT? Nein, der komische Fritz von gestern ist nicht da. Dieser komische Psychopath von gestern ist weg. Ich hoffe, der holt sich irgendwann mal ernsthafte Hilfe. Schnatti mich vorschicken. Na, bei Schnatti weiß man nie, love you. Bei Schnatti weiß man nie. Die lässt sich immer ganz komische Sachen einfallen. Oh oh. Schildträger. Oh nein. Ach nee, ja, mach mal.
Aha, er hat seinen eigenen Typen angebrannt. Wie dumm ist der denn? Also ich glaube, jetzt gibt es nur noch mich und den eigentlichen Endboss hier. Du bist komisch drauf, dachte Schnatti wäre schon crazy. Wieso bin ich komisch drauf? Also Schnatti ist absolut crazy, die kann doch keiner toppen. Wir nennen ihn ab jetzt Lauch. Sabrina, das ist eine gute Idee. Der Typ von gestern ist ab jetzt einfach nur Lauch. Mit deinen Sprüchen. Ach, love you, ich bin doch total harmlos. Ich bin doch dein liebster, nettester Typ überhaupt. Komm ran! Los! Der nächste bitte! Noch einer gefällig? Oder habt ihr jetzt alle Schiss? Ach, lauer nicht, du dicker Klotz. Oh yeah, das ist zu geil. Ich will den Boss und nicht euch backpfeifen. Mit deinem Sprich, mit wem redest du? Das sagen sie alle. Mit wem ich rede? Ich rede mit allen Zuschauern, die mir gerade zuschauen. Auf allen Plattformen, wo ich streame. Hey, warum konnte ich vorhin nicht so ein cooles Attentat machen? Das sagen sie alle. Natürlich sagen... Was? Das sagen sie alle? Ey. Love you. Schau mich an. Extra für dich. Wenn es nach gestrigen Backpfeifen geht, wäre ich ja zu lieb. Freust du dich schon auf den Stream nachher mit Schnatti? Verrückt wie Schnatti. Natürlich. Wieso glauben alle, dass ich so verrückt bin wie Schnatti? Verstehe ich nicht. Sabrina, machst du mich gerade doof? Wo ist denn hier unser Endboss? Ey, das Attentat gefällt mir, ne? Okay, ich komme! Chin, schnell! Samurai, sofort! Da ist der Onkel, aber wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Ich wusste, ihr kommt, mein Junge. Euer Vater wäre stolz. Ich bin euer Diener, mein Herr. Wir müssen weg. Warte mal, ich bin Spätschicht und da es die Nacht nicht mehr am Stream ist, sehen wir uns selten. Kotun Khan marschiert nordwärts. Wie lange geht denn deine Spätschicht? Im Übrigen hat mich Schnatti nicht geschickt. Schau bei ihr und dir täglich vorbei. Ach so? Ist dem so? 6 Uhr. Ach du Scheiße. Man wird unseren Sieg besingen.
Das ist ganz schön lang. Pflege. Ey, dann machst du voll den Ehrenberuf. Ehre gebührt dem Love You. Ganz viele Herzen für dich. Wer in der Pflege tätig ist, der verdient alle Ehre überhaupt. Und noch viel mehr, aber das habe ich leider nicht zu entscheiden. Ihre und meine Zeiten passten super zusammen. Das glaube ich. Ganz verwirrt, dass die einen orange sind, die anderen blau. Konntet ihr euch nicht für eine Farbe einigen hier irgendwie so? Mit ihr sind die Nächte im Fluge schnell vorbeigegangen. Das glaube ich dir total. Das glaube ich dir wirklich total. Weißt du, wann sie wieder durchmacht? Nee. Ich weiß nur so viel, wie sie selbst auf ihren Discord schreibt. Und da hatte sie ja zuletzt geschrieben, dass er, glaube heute von 22 Uhr bis 0 Uhr, 1 Uhr streamt oder so. Aber mehr weiß ich auch nicht. Froh, dass er recht hatte. War nicht das letzte Mal, Sensei. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Zu viele Freunde sind gestorben. Und Familie. Fürst Adachi starb ehrenvoll. Das ist doch wirklich die Stimme von Unrecht. Angelina. Und all die Gefallen. Von unserer guten alten Lara Croft. Es kommen noch mehr. Wir stellen uns entgegen. Gemeinsam. Für die gefallenen Krieger von Tsushima. Na kommt ran, ihr Pfeifen. Wir machen euch alle platt. Auf. Ich wundere mich gerade, warum die Haltung nicht so klappt. Falsche Haltung dran ihr habt. Drängelt mich doch nicht so in die Ecke rein, ihr verbündeten Leute. Ich frage mich gerade, ob meine Verbündeten sterben können. Die Burg gehört uns. Mein Fürst, ihr habt uns zum Sieg geführt. Mit eurer Hilfe, Jin. Gemeinsam brechen wir ihren Kampfgeist und werden Khotun Khan in die Knie zwingen. Wir gewinnen diesen Krieg als Samurai. Als Samurai, wenn der wüsste. Ich glaube, der würde mich übers Knie legen und mein Popo versohlen. Oh, ich habe wieder Dingsbums-Punkte. Der Held von Tsushima, maximale Gesundheit erhöht. Weihrauch vermischt mit Schwarzpulver erzeugt dicken Qualm. So blende ich meine Feinde. Versaut euch das beide bitte nicht zusammen. Ihr seid beide ein super Dream Couple. Muss mein Meister. So, was mache ich denn jetzt? Erstmal hier das letzte.
Und vielleicht mache ich mal ein bisschen die Haltung weiter. So viele coole Fähigkeiten und so wenig Punkte. 2 Tage später, weit im Norden. Burg Shimura. Da ist der kleine Wicht. Eine beeindruckende Burg. Wollt ihr mich nicht hereinbitten? Eure Leute sind müde, hungrig, frieren. Öffnet das Tor, rettet sie. Sohn ins Bett bringen. Ah, 4 Erfolg, deinen Sohn ins Bett zu bringen, Love You. Wird schon werden. Liebe Grüße an Schnatti, wenn ihr euch sehen, hören solltet. Mach ich. Vielen Dank, dass du da warst. Ihr verspracht Essen für meine Männer. Verdient es. Lasst sie rein! Ist es nicht dieser Strohhut-Heini? Hat er überlebt? Das sieht aus wie dieser Strohhut-Heini. Nee, jetzt mal ehrlich, das sieht wirklich aus wie dieser Strohhut-Heini. Ein neuer Horizont. Dein Onkel sucht nach dir. Es heißt, der Khan hat seine Burg. Ich hätte Ryo so nie trauen dürfen. Er hat uns alle getäuscht. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Gehen wir zu meinem Onkel und reden über deine Belohnung. Fürst Shimura ist im Hauptgebäude. Willst du Tsushima noch immer verlassen? Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich könnte deine Hilfe im Kampf brauchen. Du hast deinen Onkel, Jin. Du brauchst mich nicht. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Ich wette, die Yuna bleibt. Am Ende bleibt die Yuna. Viel Glück mit deinem Onkel. Eieiei. Jin, ihr seht gut aus. Wir besiegen den Khan und den Feigling Ryuzo. Spießen ihre Köpfe auf die Zinnen meiner Burg. Doch ohne euch schaffe ich das nicht. Zählt auf mich. Ich hörte von euren Taten, als ich in Gefangenschaft war. Ihr wart brutal. Impulsiv. Ohne Ehre. Ich tat, was ich musste. Für euch. Ich weiß, Jim. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Doch folgt diesem Weg nicht mehr weiter. Ganz Tsushima braucht unsere Führung. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Als Samurai. Was ist mit Yuna?
Sie rettete mich und half euch zu retten. Dafür will sie nur eine sichere Fahrt zum Festland. Sobald das Meer wieder frei ist, gern. Falls sie hilft, meine Burg zurückzuerobern. Hab Dank, Onkel. Wir reiten diese Stunde. Ja, Fürst Jimura. Natürlich gibt's wieder einen Haken. Natürlich, natürlich. Die arme ich muss Juna. Nach den anderen sehen. Optional, sprich mit den Verbündeten. Es ist immer gut, mit den Verbündeten zu reden. Wo auch immer die gerade rumstehen. Wo stehen sie denn rum? Kennst du den, Kami? Alles klar, mach's gut. Schlaf schön, träum süß. Gehab dich wohl. Genau, du musst dich mit dem Knall verabschieden. Ich weiß. Wie kann ich denn das Umschwenken auf meine Verbündeten? Ich will erstmal mit meinen Verbündeten reden. Lakai, ihr habt gestern gut gekämpft. Machen wir euren Stahl perfekt. Schärfer denn je. Ich habe zu danken, dass du da warst, Kami. Gute Nacht, schlaf schön, träume süß. Wo sind denn meine Verbündeten? Meine Leuche? Das sind die Pferde. Die Pferde möchte ich jetzt eigentlich noch nicht. Die möchte ich gezielt noch nicht. Sakai, ihr habt gestern gut gekämpft. Na gut. Gibt es hier drin noch irgendwas Interessantes? Nein. Nö, 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 nö. Ach so, ich darf so gerade noch nicht weiterspielen. Ich muss dahin gehen. Ansonsten darf ich nicht reisen, ansonsten darf ich nicht erstmal das untere Gebiet fertig machen. Das ist ja gemein. Was sagte dein Onkel? Fürst Shimura gewährt dir Überfahrt zum Festland, wenn du uns hilfst, seine Burg zurückzuerobern. Das ist nicht mein Kampf, Jin. Dies ist unser aller Kampf. Beweise Fürst Shimura deinen Wert und er wird dich belohnen. Versprochen. Fürst Sakai, es ist Zeit. Typisch Samurai. Die Leute bis aufs Letzte ausnutzen. Hmm.
Darf ich jetzt reisen? Nee. Gut, dann werden wir halt diese eine Quest hier noch machen, dass ich wieder reisen darf oder so ähnlich. Wir reiten nach Toyotama, Fürsterkampf. Die Brücke ist kaputt, doch die Mongolen wissen nicht von dem alten Waldpfad. Hier lang. Onkel, verzeiht, dass ich euch nicht früher befreite. Ihr müsst euch nicht bei mir entschuldigen, Jin. Was für ein Mann ist der Khan? Eine schlaue Bestie. Aber ich kenne solche Männer. Nur Ehrgeiz, keine Ehre. Er lernte unsere Sprache, hielt euch am Leben. Worauf ist er aus? Ich sollte ihm bei der Eroberung unseres Festlandes helfen. Er bot mir Reichtum, Macht, Frauen. Er dachte, ihr würdet euer Volk hintergehen? Für diese Anmaßung allein werde ich ihn töten. Erzählt mir von der Frau, die euch gerettet hat. Yuna ist tapfer, loyal und eine gute Kämpferin. Laut Ishikawa ist sie eine Diebin. Sie ist ein bisschen ruppig, hat aber ein gutes Herz. Überlegt gut, wem ihr vertraut. Ryoso war auch einst euer Freund. Uns stehen schwierige Kämpfe bevor. Ich muss mich auf meine Ja, Leute aber verlassen. Yuna hat uns Wir geholfen. Haben volle Unterstützung. Vorher. Und Yunas. Vor langer Zeit beherrschte Chaos diese Insel. Es waren die Samurai, die Ordnung brachten und ganz Tsushima einten. Wir müssen dem Volk zeigen, dass ehrenhafte Samurai weiter für dieses Land kämpfen. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause geht und die Rüstung des Sakai-Clans beansprucht. Sie ist unbenutzt, seit mein Vater starb. Was war, kann euch nichts tun. Sagst du das? Warum sollten die Mongolen diesen Pfad hier nicht kennen? Die werden doch sicherlich Späher ausgeschickt haben, die genau diesen Weg gefunden haben und jo. Aber nice. Verbranntes Holz. Echt schön gestaltet. Gefällt mir. Im Süden haben sie auch Gehöfte geplündert, aber nie so. Das ist die Rache des Khans für meine Flucht. Wir müssen alle übrigen Höfe retten. Ohne sie überleben wir den Winter nicht. Ich sorge dafür. Was haben sie getan? Oh, weia. Eine Mongolenpatrouille. Meld sie nieder! Altoko. Autsch, das war jetzt nicht aufgepasst. Was ist jetzt noch übrig? Ein kleiner Mensch auf dem Pferd. Mongolen. Sah sie auf Burkanäle. Die Wölfe des Chaos. Sie sollen das Volk im Norden zerfleischen. Die Wölfe des Khans. Das sollen jetzt die Wölfe des Khans gewesen sein. Die waren eher... Die Mongolen haben den Leuchtturm. Wir entfachen seine Die Welpen des Khans oder so ähnlich. Und geben dem Volk Hoffnung. Wir müssen zu unseren Leuchttürmen und alle erneut entzünden. Also gut, ich soll jetzt irgendwelche Leuchtfeuer entzünden. Na, klasse. Oh, die armen Hundis. Die Hundis, die können nichts dafür.
zeigen! Leerrufverstärkung. Wer denn? Ich sehe doch niemanden. Der da oder was? Wo ist eigentlich der Fürst hin? Hat er jetzt keinen Bock mehr? Oh, er existiert ja doch noch, der Fürst. Welche Verstärkung denn jetzt? Von wo? Hallo? Ich bin bereit, kommt raus! Hallo? Juna! Was tut sie denn hier? Da ist ein Kriegstrupp hinter mir. Sie haben Sprengstoff. Machen wir es uns zunutze. Nehmt euren Bogen. Nehmt sie nieder! Tötet sie alle! Keine Spur weiterer Mongolen. Hat sich die Sache jetzt. Haben wir alle besiegt. Also für uns kämpfen? Ich muss weg von dieser Insel. Und Taka auch. Wir sind noch nicht fertig. Auf zum Leuchtturm. Wir entzünden die Flamme erneut, zeigen den Mongolen, dass der Sieg bei Burg Kaneda erst der Anfang war. Und den Khan, dass wir ihn holen können. Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als jetzt ein... Ich lebe, um zu dienen, meine Herren. Wir brauchen mehr Krieger wie dich, die für uns kämpfen. Um sie zu finden, müsst ihr wohlmöglich zuerst euren Horizont erweitern. Wieso ich? Ich würde eher vermuten, der Fürst müsste seinen Horizont erweitern. Ich hab doch schon... Wir haben deinem Leuchtturm zu tun. Bin schon offen für Neues. Sagt, was ihr wollt, und dann geht. Yarikawa hat viele Krieger, sofern die Stadt noch steht. Ich beendete die Yarikawa-Rebellion. Die Menschen dort mögen mich nicht. Ich weiß. Ich bin von dort. Lerntet ihr dort das Stehlen? Yuna bewundert euch wirklich sehr, Fürst Shimura. Sie kann ihr Volk überzeugen, für euch zu kämpfen. Nun denn, helft Fürst Sakai, die Armee aufzustellen. Und ihr seid auf dem ersten Schiff zum Festland. Mit meinem Bruder. Warte auf mich in Alt-Yarikawa. Danke, Jin. Wir sollten ja jetzt gleich die Quest erledigt haben. Und wieder reisen dürfen.
Ey, wisst ihr, ich habe gar nicht so drauf geachtet, ob wir noch irgendwo Mongolen-Dinger rumhängen. Gut. Ich hoffe, der Khan sieht das. Wird er. Wir erobern eure Burg zurück, Onkel. Und vernichten die Mongolen. Sieht man die Burg wenigstens von hier aus? Als ehrenhafte Samurai. Auch gerade das Verstecken lassen mit seinem ehrenhaften Samurai und so. Rekrutiert die Bauern von Yarikawa. Ich werde den Shogun um Verstärkung bitten. Wie gelangt eure Nachricht zum Festland? Ich habe ebenfalls zwielichtige Freunde. Ein Pirat namens Goro in der Omugi-Bucht schuldet mir etwas. Wenn er lebt, finde ich ihn. Bringt ihn zu mir in unser altes Jagdlager. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Ich darf euch nicht verlieren. Ich habe das Gefühl, ich werde mich mit diesem Onkel noch übelst rumprügeln. Wir befreiten hier einen mongolischen Gefangenen. Einen Kriegsmönch. Er möchte mit euch sprechen. Kriegsmönch? Ich gehe zu ihm. Als Junge wäre ich fast gestorben. Was ist passiert? Ich darf wieder... Nein, ich darf immer noch nicht wieder reisen. Samurai im Wald, weit weg von zu Hause. Bevor ich es merkte, war es nach. Oh, ab wann darf ich denn wieder reisen? Seid ihr entkommen? Ich war vor Angst wie erstarrt. Ich fiel zu Boden. Ein schwächerer Mann hätte sich dem Khan ergeben. Aber nicht für die Schule. Fürst Sakai, mein Dank an euch und eure Kameraden. Sagt, wo kommt ihr her? Zedern-Tempel. Unsere Kriegsmönche ritten nach Süden, um die Mongolen zu bekämpfen, nach Komoda. Doch die Reise endete hier. Es tut mir leid. Was ist passiert? Wir wurden überfallen und gefangen genommen. In eine verschlossene Grube gesperrt. Ohne Essen. So dunkel, dass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sah. Ich glaube, sie holten Jogan zuerst. Wir hörten ihn sich wehren und rufen. Dann wurden Rufe zu Schreien. Dann kam der Brandgeruch. Aber wir ergaben uns nicht. Es waren nur drei von uns übrig, da holten sie meinen Bruder, Enjo. Enjo? Der Wächter? Der Verlust tut mir leid. Er war ein großer Krieger. Ein noch besserer Bruder. Wie ist euer Name? Norio, mein Herr. So, meine Freunde. Ab der Stelle machen wir jetzt einen Cut. Ich leite euch jetzt an eine... Liebe Streamerin Weidia, die steht auch auf meiner Liste hier von Raiden und so. Die spielt gerade Fortnite und zeigt ihren Skill. Lass gerne Liebe da. Und wenn euch der Content gefällt, natürlich auch ein Follow. Ich danke euch fürs Zusehen, für den Raid. Da wird es sich ja freuen. Und ja, habt noch einen schönen Abend. Bis dahin, alles Gute.